Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, in der letzten Folge, ja, die ist ja nicht so schön ausgegangen. Und zwar hieß es jetzt, dass der Scheiterhaufen vorbereitet wird. Und da müssen wir uns jetzt, ja, genau, meine Süße, da müssen wir uns jetzt hinbegeben. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich jetzt fast eine ganze Woche nicht mehr gespielt habe, weil ich einfach absolut keine Zeit dafür hatte. Ach, hier geht's runter. Das ist, glaube ich, dann nicht so günstig mit der Wölfin. Ja, weil ich einfach absolut keine Zeit gehabt habe. Aber ich bin immer noch nach wie vor total versessen auf dieses Spiel, beziehungsweise total begeistert. Deswegen. Mal aus dem Weg, bitte. Ich weiß nämlich nicht genau, wo ich hin Ein muss. würdiger Scheiterhaufen für Jarl Heming. Seine Reise zu den Hallen wird von lodernden Flammen eingeläutet. Ja. Sollte ich nicht mit dir gerade sprechen? Du hattest doch gerade so. Ach so, du hast nur den grünen Punkt darüber gehabt. Ja. Was siehst du, alte Freundin? Wo muss ich denn dann hin? Ist es der hier unten? Ah, okay, es ist der hier unten. Hallo. Wenn ich auf Sprechen drücke, möchte ich mit dir sprechen. Evo. Ja, genau ich. Hallo, wo läuft die hin? Drenga. Sunifa, danke für dein Kommen. Ah, der Anblick alter Freunde tröstet mein Herz. Wir kamen so schnell wir konnten, mit Geschenken für Jarl Heming. Die Festlichkeiten werden viele Tage andauern. Wann können wir beginnen? Der Scheiterhaufen ist aufgeschichtet und unsere Gäste wurden angemessen begrüßt und untergebracht. Wir können jederzeit beginnen. Gut, ausgezeichnete Arbeit, Trückwi. Ich habe Jarl Heming mein Leben verschworen. Es gibt nichts, was ich nicht für ihn tun würde. Das Althing muss nach Ablauf dieser Woche und nach dem Begräbnis abgehalten werden. Die Edelfreien des Schiers werden Vili zum Jarl des Clans ernennen. Das setzt voraus, dass sie nach einer Woche des Trinkens und Trauerns wieder nüchtern sind. Es wird ein wunderbares Begräbnis. Vater wird von hier aus seine Lande gut im Blick haben. Die Flammen werden hoch und hell strahlen, sodass der gesamte Schier es sieht. Gut gemacht, Trickwee. Das war sein Lieblingsort in diesem Schier. Ich schätze, wir sollten anfangen. Unsere Gäste benötigen Aufmerksamkeit. Ich werde dich später aufsuchen, um dich vor ihnen zu retten, wenn der Met sie durchweicht hat. Du bist ein Geschenk der Götter, Eivor. Danke. Trückwi ist Hemtorps Fels in der Brandung. Solange er da ist, kann die Stadt ihren Frieden wahren. Er ist ein guter Mann. Ich muss kurz weg, Eivor. Ich möchte etwas für meinen Vater holen. Ein Geschenk. Wann hattest du denn Zeit, eine Totengabe zu fertigen? Eigentlich hatte ich gehofft, es ihm im Leben zu geben. Du musst es sehen, um es zu glauben. Ich brachte ein Geschenk vom Rabenclan. Es ist im Wachturm am Rand von Hemtorp. Sehr freundlich, vielen Dank. Ich würde es gern sehen. Ich sollte mir das Geschenk zuerst ansehen. Es muss Jarl Hemings würdig sein. Ich sehe eine schwere Last in deinem Blick, Eivor. Was bekümmert dich? Heming bat um meinen Rat, bevor er starb. Er wollte meine Meinung zum zukünftigen Anführer des Clans hören. Das wäre Vili, nicht wahr? Dem Brauch nach, ja. Trückwi hat mir aufgetragen, der Seherin mit den Opfern zu helfen. Könnten wir mit ihr sprechen, um deinen Geist zu beruhigen? Das ist eine gute Idee. Doch lass mich allein gehen. Stellt Späher um das Dorf herum auf. Die Menschen hier müssen in ihrer Trauer sicher sein. Okay. Zwei Fertigkeitspunkte. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Mehrere Quests haben wir jetzt angenommen. Wieso mehrere? Schauen wir mal eben nach. Oha. Sprich mit Vili, sprich mit Trickwi, suche die Seherin und sprich mit ihr. Dann würde ich sagen, dass wir doch, ja, von oben runtergehen.
würde ich mal behaupten, ist wahrscheinlich das Beste. Dann gucke ich noch mal schnell nach unseren Fähigkeiten, weil freigelegt haben wir ja soweit alles. Wir brauchen nur etwas, was wir auch gut gebrauchen können. Giftwiderstand ist natürlich auch nicht schlecht, gerade bei größeren Gegnern. So, alles hier in der Nähe, das ist doch wunderbar. Wieso gibt es hier eine Goldreserve, von der ich noch nichts weiß? Ja. Da habt ihr mir gar nichts von erzählt. Das liegt auch zufälligerweise direkt auf dem Weg. Da schauen wir doch mal nach, ob wir da dran kommen. Wo kommst du denn her? Aber wo ein Wildschwein ist, sind wahrscheinlich noch mehrere, oder? Ja, komm, weiter. So, also, schauen wir erstmal direkt nach. Wo ist denn dieser Goldvorrat, der hier eingezeichnet ist, den ich aber nicht sehen kann? Hä? Mal von innen gucken hier. Anscheinend in einem Langhaus, oder? Oder auch nicht? Ist der direkt hier drunter oder was? Okay. Also da der mir jetzt irgendwie überhaupt nicht angezeigt wird, ich könnte mal eben mit dem Farben probieren. Mich. Ah, okay. Okay. Jetzt verstehe ich. Dann gucken wir da nochmal schnell nach. Ich vermute, das war eine Schlange. Ja, es war eine Schlange. Und Gold. Das ist doch wunderbar. Dafür hat es sich doch wirklich schon mal gelohnt, hier reinzugehen. Sehr schön. Ja, geh raus. Komm. Heute noch? Hallo. Einfach nach oben. Dankeschön. So, dann schauen wir jetzt mal. Wo müssen wir denn jetzt genau hin, um Willi zu finden? Ach, der ist komplett auf der anderen Seite, oder was? Oje, oje. Da unten ist aber eine Brücke. Gesundheit. So, Willi, wo bist du? Du bist noch ein Stückchen weiter weg. Ich hätte vielleicht doch lieber mit dem Wolf laufen sollen, beziehungsweise mit der Wölfin. Hast du den heulenden Fleischsack mit den Hähnen gesehen? Was? Da oben kommen wir so rein. Gehen wir doch mal eben mal hin. Das hat zwar mit Willi nichts zu tun, aber hier gibt es Gold. Also beziehungsweise Gold nicht, aber Vorräte auf jeden Fall. So, Willi. Willi? Willi ist, glaube ich, ganz oben. So, wer sich jetzt fragt, warum ich nicht die Leiter hochgegangen bin, ich weiß es selber nicht. Ja, komm. Och nö, jetzt kann ich da nicht... Ist das jetzt euer Ernst? Aber hier ist offen, oder? Ja, fast. Haben die mich jetzt erschreckt hier? Willi! Und hier, vom Rabenclan. Ein beeindruckender Schild. Er ist gut, doch ihm fehlt noch eine Sache. Etwas Persönliches für deinen Vater. Ein Siegel, denke ich. Ein Zeichen, das ihn schmückt. Wir brauchen einen Künstler. Gibt es einen in diesem Dorf? Ich kenne einen. Er wurde verbannt, seine Arbeiten sind jedoch meisterlich. Er lebt in der Gipfelhöhle. Ich würde dich selbst hinbringen, aber ich muss Isbjörn finden. Isbjörn? Den Speer deines Vaters? Führte er ihn nicht in Ulkertorp? Er verlor ihn vor einigen Wintern auf einer Bärenjagd. Das Biest wurde schwer getroffen, aber der Speer blieb stecken und der Bär floh in den Wald. Und nach all diesen Wintern hoffst du, ihn wiederzufinden und dem Feuer zu übergeben? Das klingt schon etwas unwahrscheinlich. Sorge dich nicht. Ich habe ein Gespür für solche Dinge. Suche den Verbannten auf. Er kümmert sich um dein Schild. Mhm.
Wo ist der denn? Hallo? Nein, ich will nicht die Quest anzeigen. Ich will... Sag mal. Ah, geht doch. Da ist der Eingang der Gipfelhöhle. Okay. Dann... Ja, anscheinend sollen wir da hinreiten, weil hier nämlich schon direkt ein Pferd steht. Dann werden wir das doch mal tun. In der Hoffnung, ja. Scheint nicht ganz so weit entfernt zu sein, aber zumindest müssen wir das Ganze da nicht mehr zu Fuß laufen. Ist ja auch schon mal was. So. Eingang der Gipfelhöhle. Reden kann ich auch nicht mehr. Das dürfte dann hier sein. Das sieht mir jetzt so ein bisschen aus wie die Stelle, wo der Berserker gewohnt hat. Okay. Aber ich denke nicht, dass das der Berserker war. Das muss die Höhle sein, von der Willi sprach. Und hier soll jemand leben. Ja, geh durch. Los. Nee, okay, es sieht komplett anders aus. So. Das nehmen wir direkt mal mit. So, die Frage ist jetzt, wo finden wir jetzt diesen Typen? Da geht's weiter. Ja, spring bloß nicht von oben direkt darüber. Sammeln wir ein. Der Verbannte muss die Einsamkeit schätzen, dass er in solch einem Loch wohnt. Tja, aber er hat sich auf jeden Fall gute Wege hier gebastelt, ne? Oben geht's noch weiter. Eieiei. Schlimmer als bei Indiana Jones hier. So. Ja, komm, weiter. Geh doch einfach weiter. Du brauchst doch nicht zu springen. Was soll das? Boah, ist der tief in der Höhle drin. Leute. Euer Ernst jetzt. Da ist er doch. Bei Odins Bart. Es ist wahrlich nicht leicht, dich zu finden. Nee. Jarl Heming ist tot. Mir wurde gesagt, du wärst ein Meister deiner Kunst. Dieser Schild soll so geschmückt werden, dass er Leben und Tod Jarl Hemings würdigt. Die Steine. Jarl Heming besaß eine ruhige Hand und ein ruhiges Herz. Kannst du das auch von dir behaupten? Nein, kein Steinmännchen. Ich hasse es. Zwei Steinmännchen habe ich ganz normal hingestellt, waren auch laut der Bedingungen über dem Strich und es hat trotzdem nicht funktioniert. Mann, das ist doch Kacke. Ich habe keine Lust auf diesen Mist. Jetzt kann ich hier nicht allzu viel sehen. Ich denke, der ist relativ flach. Was mir allerdings gerade nicht allzu viel bringt, weil das wird spätestens jetzt vermutlich umkippen. Halte B zum Überprüfen. Ach so, ja, ich muss hier nur da drüber kommen, stimmt ja. Dein Herz kennt noch keine Ruhe. Wie sollte das in dieser Zeit auch gehen? Jarl Hemings Herz geriet nie ins Wanken. Ja, sein Herz steht nun still. Aber das klingt ein wenig böse, finde ich. Ja, Hemings Herz war so standhaft, wie es groß war. Du hast mir noch nicht geantwortet. Erfüllst du meine Bitte?
bleibt er dir in Erinnerung? Stärke, Weisheit, Entschluss und Halt. Ich würde mal sagen, eigentlich Weisheit. Mit seiner Weisheit, die uns beflügelte. Das Schicksalsnetz. 9 Linien, die unser Geschick bestimmen. Gestern, heute und morgen sind verwoben. Ist es das, was du wünschst? Nö. Aber das mit der Weisheit an sich finde ich gut. Ja, ich wähle dieses. Ich werde anfangen. Wie bist du hier gelandet? Schicksal. Ich wurde zum Tode verurteilt. Zu Unrecht, fand ich. Doch ein Mann wurde getötet. Jarl Heming wünschte, dass ich lebte. Die Menschen im Dorf nicht. Mein Augenlicht und Verbannung. Das war die Einigung. Ich danke dir dafür. Nimmt sein Sohn seinen Platz ein? Das ist Willis Entscheidung. Willi hat keine Wahl. Das Schicksal steht längst fest. Unser Geschenk hätte Heming erfreut. Ich frage mich, ob Willi seinen Speer gefunden hat. Ja, das frage ich mich allerdings auch. Oder ob wir ihm jetzt dabei helfen müssen. Das war nur zum Lesen. Da hinten, denke ich mal, kommen wir wieder raus. Fertigkeitspunkte haben wir auch bekommen. Das ist natürlich auch wieder schön. So. Ja, wäre auch zu einfach gewesen, wenn wir einfach rauslaufen hätten können. Okay. Wir sammeln natürlich alles eben ein, was wir hier noch aus der Höhle mitnehmen können. So, ich hoffe jetzt mal, dass das die Abkürzung nach draußen ist, auch wenn ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin. Obwohl, da wird's heller. Sehr schön. Das sieht doch positiv aus. Also das war ich jetzt aber nicht, die jetzt daneben gesprungen ist. So, wir schauen noch mal schnell wegen der Fähigkeiten. Was nehmen wir denn da? Fähigkeiten Schaden kann man immer gebrauchen. Schleichangriffschaden nicht so wirklich. Fernkampfwiderstand ist natürlich auch nicht schlecht. So, wir haben gar keine Quest jetzt aktiv, fällt mir gerade auf. Ich habe ja gesagt, wir gehen von oben nach unten runter. Also nehmen wir ihn jetzt als nächstes. Können wir hier... Doch, ich denke mal, da können wir mit der Wölfin durchreiten. Hoffe ich zumindest, dass sie jetzt nicht wieder irgendwo hier hängen bleibt oder so. Ach, das ist so ätzend, wenn die dann auf einmal vom leichten Trab, sag ich mal, in Schneckentempo, Schritttempo zurückfällt. Nein, ich werde mir jetzt keine Schatzkarte kaufen, weil da habe ich schon sehr viele schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ich kriege nämlich meistens irgendwie die Schatzkarten von den Sachen, die ich schon gefunden habe. Was ziemlich blöd ist. Konnte ich hier runtergehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ah. Das schafft der Wolf dann doch noch. Okay. Ich schätze mal genau, dass der am Langhaus ist. Sehr schön. Unfassbar! Unsere starken Gefühle für Heming haben zu großem Kummer geführt. Hallo, ich will mit dir reden. Festlich. Zu festlich und zu bald. Feuer, Kämpfe und alle Männer sind in Met eingelegt. Ach, das geht zu weit. Hemtorp könnte brennen, bevor es der Scheiterhaufen tut. Götter, habe ich meinen lieben Jarl enttäuscht? Frieden, Trückwi. Ich versuche, für Ruhe zu sorgen. Okay. Die ungehörigen Gäste.
Moment, da hinten hat jetzt gerade auch was geleuchtet. Das sind wahrscheinlich die Gäste hier, nehme ich mal an. Und hier? Keine Ahnung, sind auch welche. Ich markiere mir das mal. Okay, gehören die auch dazu? Die sind hier nur am Feiern. Ja, komm, geh da. Loki's Horden sind hier! Meinst du etwa Hemings berühmte Kampfhähne? Drachen mit mächtigen Krallen! Rette mich vor ihrem Zorn! Danke dir, mächtiger Thor! Du hast mein Leben gerettet! Wenn du wieder nüchtern bist, solltest du dich von Hähnen fernhalten. Ich war mir jetzt gerade irgendwie nicht so sicher, ob das jetzt wirklich mein Ziel war oder nicht. Zumal ich jetzt die armen Hähne gerade getötet habe. Ich meine, ich mache keinen Hehl darum, dass ich weder Hähne noch Hühner besonders gerne habe, aber... hatte ich nicht eben Sie noch eins? Sie für mich sühnen. So, da hinten? Aber hatte ich nicht eben da hinten noch eins, markiert? Die hatte ich jetzt nicht markiert, aber da können wir auch hin. Ich glaube, das ist ein bisschen näher, ne? Hast du gesehen, was mit dem Haus geschehen ist, indem sie den Fuß lagern? Die Frage ist, sind die das jetzt wirklich oder ist das jetzt nur ein Rätsel? Zur nächsten Entscheidung. Ich speichere lieber vorher mal. Wollen wir morgen im Wald spielen? Oder unten beim Fluss. Die Sitze beim Heu sind für den Wald. Und die Seite mit den Bohnensäcken ist für den Fluss. Wählt eure Sitze. Nicht schubsen, Björnsson. Ich hab dich im Auge. Also das ist nicht gut. Unentschieden. Das ist noch nie passiert. Was ist mit der Großen da? Könnte sie nicht für uns entscheiden? Gute Idee, Frode. Große, setze dich zum Heu, wenn du für den Wald bist. Und zu den Bohnensäcken, wenn du für den Fluss stimmst. Die Antwort ist klar. Wir werden morgen im Wald spielen. Ach so. Ja. Nun zur nächsten wichtigen Angelegenheit. Wir brauchen einen Namen für unsere Truppe. Entweder die Jäger des verlorenen Kuchens oder die Schattendrachen. Die Sitze beim Heu sind für Jäger des verlorenen Kuchens. Und die Seite mit den Bohnensäcken ist für Schattendrachen. Wählt eure Sitze. Große, du auch. Nur falls es wieder ein Unentschieden gibt. Ich hoffe, ich bin jetzt bei den Schattendrachen. Keine Entscheidung. Noch nicht. Große, wie keine Entscheidung? Wir brauchen so wieder deine Hilfe. Es ist entschieden. Von nein! Nun an heißen wir also nein! Jäger des verlorenen nein! Kuchens. Ich will den Drachen! Kuchen sind köstlich. Nun zur nächsten Abstimmung. Nein! Was sollen wir tun, wenn wir einen Soldaten der Pikten ergreifen? Die Sitze beim Heu sind für Verprügeln. Die Seite mit den Bohnensäcken ist dafür, ihn gefangen zu nehmen. Abstimmen! Ich sag mal gefangen nehmen. Keine Entscheidung. Noch nicht. Große, wir brauchen wieder deine Hilfe. Die Sitze haben gesprochen. Wir werden ihn als Gefangenen verhören. Ein Weisheitsabzeichen wird allen verliehen, die dafür abgestimmt haben. Dir auch, Große. Vergesst nicht, je mehr ihr über eure Feinde wisst, desto besser. Lasst euch keine Gelegenheit entgehen, mehr über sie zu erfahren. Frode, ich hoffe doch, dass du all diese weisen Worte auch aufschreibst. Danke für deine Hilfe, Große. Der Nachwuchs stimmt mich zuversichtlich. Die Zukunft von Snortingerhamshire ist in guten Händen. Ja, warum auch nicht? Entschuldigung. Keine Zeit. Ich muss mal eben meinen Aufruhr hier, au. Unterdrücken. Hilfe!
Weiß ja nicht, woher der Aufruhr hier kommt. Was? Achso, ich habe verstanden, ihr Fuß brennt. Muss ich vorher mit dir sprechen? Ja. Was ist dieser Fusel, von dem du sprichst? Ein unbezahlbares Geschenk eines Jahres würdig. Beeil dich aber, er fängt Feuer. Aha. Ja. Ich kann da rein, aber ich komme nicht dahin. Also, da ist er. Hilfe! Feuer! Rettet meinen Sohn, der brennt! Oh, das ist schlecht. Wahrscheinlich werde ich jetzt draufgehen. Okay, nee, das funktioniert auf jeden Fall. Okay. Wenn dies dein Fusel ist, dann konnte ich ihn vor den Flammenzungen retten. Du stelltest dich so zitze, ja? Ein mächtiger Trunk. Er kommt aus dem Gardaregion. Tauche dein Horn hinein und koste. Ich hab kein Horn. Ein kleiner Schluck hat noch niemandem geschadet. Ach so, da. Vorsicht, der Fusel pirscht sich blitzschnell an dich heran. So, ich hoffe, ich bin jetzt nicht besoffen. Ich muss nämlich noch weitermachen. So. Ich kann jetzt leider auf euch keine Rücksicht nehmen hier. Da oben. Da war noch was. Entschuldigung. Was bist du denn für einer? Ach so, ich muss dich anhören. Jetzt sind wir ohne Ausweg in dem Haus fest. Komm raus, du dummfressender Ratte! Eieiei, was ist denn hier schon wieder passiert? Lass mich doch mal einer durch hier, ich kann helfen. Was soll dieser Wahnsinn? Du wagst es, unseren geliebten Heming mit deinem Dreck zu waschen. Hast du meine Frage nicht gehört? Dort drin ist ein Sachse. Der war dumm genug zu versuchen, Heming in den Himmel statt nach Walhall zu schicken. Nun kauert er hinter einer verschlossenen Tür. Ich tat es für seine unsterbliche Seele. Gleich gibt's was für deine unsterbliche Dummheit. Beruhigt euch alle. Ich spreche mit ihm und finde heraus, was er wirklich vorhatte. Bring diesen Dreckhaufen hier raus. Ach so, ich kann nicht durch die Tür sprechen? Na toll. Hab ich nicht gerade... Ernsthaft? Der Schlüssel ist da drin? Der Schlüssel ist neben ihm, ja. Ja, das, Bring diesen Dreckhaufen hier raus! Das ist doch mal geil. Kann ich denn da irgendwas machen? Ah, Moment. Ja, Moment. Was macht die denn? Die soll... So, das habe ich jetzt aber gerade nicht gesehen, als ich von der anderen Seite durch bin. Ah, doch. Ja, cool. Hi. Sollst du mal durchkommen? So. Oh Gott im Himmel! Die Leute sind verärgert. Lass mich! Ich habe nichts Falsches getan! Du solltest lieber hinausgehen, bevor du gar nicht mehr gehen kannst. Ja, ich gehe. Ich gehe ja schon. Tu mir bitte nichts. Dort ist ein Schlüssel. Wenn du die Tür öffnest, folge ich dir nach draußen. Okay. Du hast den Schlüssel. Benutz ihn. Nee, echt? Bring diesen Dreckhaufen hier raus. Komm, Junge. Komm, bisschen schneller. Du bezahlst für deine Taten, Schänder. Genug. Lasst ihn sprechen und sich erklären. Ich liebte Heming. Wirklich. Ich will nur, dass er frei ins Königreich Gottes fliegen kann. Also tränkst du seinen Körper mit deiner Fäulnisbrühe? War es das heilige Wasser der Christen? Natürlich. Ich weihte ihn im Namen des Herrn.
Wen interessiert ein bisschen Wasser? Ja, also es war schon irgendwo, denke ich mal, falsch von ihm, keine Ahnung, aber wen interessiert ein bisschen Wasser? Also, sorry. Heming sorgte sich nie ob eines bisschen Regens. Ihr solltet es auch nicht. Er beleidigte unseren ehrwürdigen Toten. Jarl Heming hätte nur darüber gelacht. Jetzt scheint es wieder geordneter zuzugehen. Dann gebe ich mal zurück, wie Bescheid. Ja, das werden wir tun, also. Ich habe die Gäste beruhigt, so gut es in ihrem Kummer ging. Sie trauern. Das ist zu erwarten. Trotzdem danke. Und wie fühlst du dich, alter Freund? Meine Trauer sitzt wohl tiefer als bei den meisten. Heming wäre stolz darauf, was du hier erreicht hast. Auf alles, was du für ihn getan hast. Hoffentlich. Der Schmerz wird vergehen, Trückwie. Mit der Zeit. Ja, das stimmt. Ja, da haben wir so ein paar kleine Aufruhr, Unruhestifter, wie auch immer, dann doch noch, ja, beseitigen können, nicht, aber beruhigen können, sagen wir es mal so. Ja, wir haben jetzt noch eine letzte Quest von Blut und Göttern, aber da es schon doch ziemlich spät geworden ist, beziehungsweise wir schon ziemlich lange jetzt gebraucht haben, würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge machen. Bis dann. Ciao.